So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play, beziehungsweise Let's Show Ranch Simulator. Das hat jetzt die Unreal Engine 5 spendiert bekommen. Ich habe jetzt alles auf episch gestellt. Wir können zwar auf 144 Hertz gehen, tatsächlich sogar aus, aber ich denke mal, wir sind erstmal auf 70% dran. Das wird so Let's Show. Das bedeutet, ich werde hier jetzt nicht großartig viel machen. Wir haben jetzt hier unsere Dame so ein bisschen reingesetzt. Jetzt vom Gesicht her denke ich immer so ein bisschen an Dingsbums. An die gute Claire Redfield aus Resident Evil 2. Warum? Kann ich nicht sagen. Ich benutze diesmal Shadowplay. Weil ich will einfach mal was testen. Bei normalen Let's Play-Aufnahmen muss ich jetzt nicht OBS oder so einen Kack starten. Das können wir ja ganz normal machen. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus, tatsächlich. Beim Option, kann ich da noch irgendwas rein? Ich habe keine Ahnung, was Lumen bedeutet. Oh, aber da kriegen wir auch richtig FPS-Einbrüche. FPS sind wir bei 55. CPU-Nutzung 12 bis 14%, GPU-Nutzung 98%. Das ist soweit okay. Ja. Frage ist, was passiert, wenn man es ausmacht? Wir machen hier Nvidia DLS auf ausgewogen. Sieht ein bisschen komisch mit den Haaren aus, tatsächlich. Aber da kriegen wir ein paar FPS mehr raus. Aber ich muss sagen, Screen Space, machen wir mal auf Qualität. Sieht soweit ganz gut aus. Also solange wir die 60 FPS erreichen, finde ich es tatsächlich auch ganz gut. Aber das sieht natürlich schon geil aus. Auch wenn wir jetzt nur die 50 FPS reinbekommen. Ich mache euch mal den Hardware-Monitor an. Ja, DirectX 3 ist halt, DirectX 12 ist halt. DirectX 3D ist halt bei 55%. Die Grafikkarte 74 Grad, taktet mit 1900 MHz, 99% Auslastung mit Shadowplay im Hintergrund. Das ist vollkommen in Ordnung. Memory werden 4 GB, 4,5 mit allem drum und dran gebraucht. Das bedeutet da, ich weiß gar nicht, warum ich da, was ich da jetzt eingestellt habe. Warum 6, warum 4? Wahrscheinlich 6 mit allem drum und dran. Aber eigentlich hat meine Grafikkarte 12. Die CPU ist bei 50 Grad. Lüfter sind soweit in Ordnung. 12%, das ist soweit okay. Können wir ab und zu mal reinsetzen. Ich will erstmal das Tutorial so ein bisschen durchmachen und mal gucken, alles, wie es aussieht. Die Farbe haben sie auch geändert. Das bedeutet, wir müssen von vorne anfangen. Wir haben keine Kohle, wir haben nichts. Man kann das Tutorial skippen, dann hat man das Geld so. Ansonsten halt ich. Die Farbgebung ist einfach zu hell. Bei aller Liebe, das hätten sie. Ah, ich weiß nicht. Ansonsten, ich habe mich noch nicht großartig umgeguckt. Mein liebes Enkelkind, wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereit erklärt? Ja, das kennen wir. Ja, letzten Willen, Pipapo, nimm alles mit. Drücke, Ja, da hätte man wenigstens was reinsetzen können. Was für ein Questlog. Ja, komm, guck mal einfach über die Esk-Taste. Schalte das Radio an der Wand ein, finde das Zelt. So, Zelt haben wir gefunden. Speichern wir mal ab und dann gucken wir mal, ob wir das Radio finden. Hier ist noch das alte Haus. Das hier sieht soweit ganz gut aus bei 50 FPS. Ja gut, ich kann ja bei einer 3060 kann ich da auch nicht mehr. Kann ich tatsächlich bei der Unreal Engine 5 hier bei den Settings nicht viel machen. Sieht aber schon krass aus. Also optisch ist das super. Licht sieht auch ganz okay aus. Ist aber immer noch ein bisschen hell. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann ich schon irgendwas abreißen oder so? Weil wir müssen es später sowieso abreißen. Können wir zumindest schon mal den Müll so ein bisschen entfernen.
So, machen wir mal aus. Ich habe so das Gefühl, dass das Problem mit der Helligkeit ist immer noch drin. Ich bin halt mal überlegen, ob ich vielleicht ein anderes Dingsbums machen soll. Ich habe da noch irgendwo eine schöne Musik. So, lizenzfreie Musik. Wo habe ich das dann? Das kann sich nur noch um Stunden hier Copy Free Music. Und so ganz, ganz leise im Hintergrund. Aber wirklich so ganz, ganz leise. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich höre das ein bisschen. Ist ja auch nicht so tragisch. So, gucken wir mal. Bisschen was können wir schon abreißen tatsächlich. Da wir ja hier keinen Fallschaden oder so nehmen können, macht das halt auch keinen Sinn, hier irgendwie was anderes zu machen. Abreißen. Ja. Schon klar. So, hier wird es auf einmal wieder hell. Ach so, mit C war das ja. So, nimm diesen Revolver mit. Im Wald gibt es viele wilde Tiere, die dir Probleme bereiten können. Ich habe etwas Geld und Munition hinterlegt. Ja, Kämmer. So. Jetzt gehen wir mal in die nächste Bank. Und sagen mal freundlich Hallo. Ah, mit Steuerung kann man also umschalten. Mit STRG kann man umschalten zwischen Gehen und Rennen. Okay. Ich habe das immer nur so random gemacht, tatsächlich. So, es ist 15 Uhr schon. Will mal gucken, wenn ich jetzt den Gamma-Wert auf 1 stelle. Sieht dann schon geil aus, tatsächlich. Ist aber recht dunkel, was mir aber auch gut gefällt. Also, wir müssen hier wieder einiges tun. Hier hat sich auch gefühlt ordentlich was. Die haben auch wieder mehr reingestellt. Das war hier vorher alles nicht. Die haben jetzt auch hier so eine schöne Abgrenzung gemacht, die ich persönlich eigentlich sehr feier. Aber das sehen wir dann. Wir müssen uns erstmal unser Auto fertig machen und es voll tanken. So, wo haben wir denn hier alles? So, hier gehe ich Optik über Dingsbums. So, hier ist das Auto. Ah, es gibt auch so kleine. Okay, die haben also ein bisschen was an der Dingsbums geändert. An der Steuer, an der Audio. Gefällt mir persönlich ganz gut. FPS gehen wieder nach unten. Aber die Gradzahl hat eigentlich so gepasst. Na gut. So. Ich bin mal gespannt, ob das Problem, ich weiß nicht, ob das bei mir speziell war, ob das Intel-Problem war oder nicht. Ich hatte das Problem bei mir, dass die vorherige Version Props hatte. Und zwar hat sich bei mir das gesamte Spiel, beziehungsweise bei einer größeren Ranch, die, wie heißt's, die Tiere auf einen CPU-Kern gerendert, und zwar auf dem falschen, automatisch. Ich konnte es auch nicht ändern. Und ich weiß nicht warum. Das bedeutet, es gab dann bei einer Farm, gab es irgendwann ein Update, wo ich dann nur noch 30 FPS hatte. Obwohl die CPU nur zu 5% ausgelastet war und meine Grafikkarte nicht mal 20. Oder gerade so 30%. Das hatte damit was zu tun, dass. Ah, das sieht man wahrscheinlich in der Aufnahme, ich tut mir leid. Dass ein Effizienzcore alles gerendert hat. Sozusagen. Und dadurch halt, wie heißt's? Dadurch der ganze Kram sich halt extrem gedrosselt hat. So,
So, okay. Erstmal zur Tankstelle fahren. Fahren wir mal. Aber grafisch ist schon echt Hammer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde die 3060 auf jeden Fall... Oh, schade, dass das nicht für die PlayStation gibt. Ich werde auf jeden Fall die 3060 austauschen. Ich will unbedingt mehr FPS raus haben. Da muss ich halt mal gucken. Die 4060 fühle ich nicht und es sind auch irgendwie gefühlt eine Schrottkarte. Weil einfach 13% Verbesserung mit etwas weniger RAM ist jetzt nicht so geil. Oh, die Map, ne? Die gibt mir so Augenschmerzen. Wo ich sagen muss, ich fühle es nicht. Also die Karte fühle ich nicht. Da bin ich am Überlegen, ob ich eine 4070 hole. Und je nachdem, wie viel ich übrig habe, vielleicht sogar auf eine Ti-Version. Aber eigentlich sollte eine 4070 ausreichen. Vor allem mit Frame Generator, da sollte ich, glaube ich, glücklich sein. Ich lasse euch ja auch ganz gerne generell an Sachen teilhaben. Um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe aktuell ein Problem. Und zwar mit OBS. Ich weiß nicht warum, aber die Desktop-Aufnahmen von mir werden gerade extrem kaputt gemacht. Mehr oder weniger. Und die ruckeln ultra. Aber die Spielaufnahmen gehen tatsächlich. Nur die Desktop-Aufnahmen. Und ich weiß nicht warum. Also klar, von Games, das geht. Aber da kann ich auch die Capture Card einzeln capturen. Aber da macht ja das System nichts. Also entweder ist Windows irgendein Update von Windows 11 problematisch und macht Aua. Oder was auch sein kann, ist, dass ein Update mit OBS, dass sich da irgendwas beißt. Das habe ich aber auch nur, seitdem ich meinen dritten Monitor eingeschaltet habe. Also für die Leute, die mich jetzt noch nicht so verfolgen. Ich habe mir neue Monitore geholt, das bedeutet, ich habe jetzt 2x27 Zoll auf 165 Hertz und noch meinen alten 24 Zoll als Drittmonitor mit 144 Hertz. Ich bin von diesem ganzen Kleinkram, von diesen ganzen kleinen Monitoren runtergekommen. Allerdings gibt es da ein Problem und die Grafik hat es, glaube ich, überlastet. Weswegen ich nur noch, der Gaming-Monitor hat jetzt hier nur noch 165 Hertz, die anderen laufen mit 60. Ist natürlich Verschwendung, aber auf der anderen Seite, ich wollte mir so größere Monitore holen. Nur ich habe keine mit USB-Anschluss gefunden, vor allem auch die vertretbar waren. Und, alles klar, jetzt kann ich was bauen. Was wollte ich sagen? Und zwar, ja, so ein Marketing-Ding. Ich wollte mir sowieso 2 27 Zoller holen, beziehungsweise gegebenenfalls irgendwann 3 27 Zoller. Aber die 27 Zoll Monitor mit 60 Hertz haben vielleicht 20 Euro weniger gekostet als einer mit 165, was ich ultra fragwürdig finde. Haben aber alle keinen USB-Port, wo ich jetzt zum Beispiel meine ganzen Anschlüsse für die Controller und so anschließen kann. Und dementsprechend sehr komisch. Ganz, ganz komisch. Und ja, ich kann die volle FPS kann ich halt nicht raushauen. Aber es kann auch sein, dass die Grafikkarte dann einfach... das schafft die nicht. So, also ein blaues Auto, extra Radio, Helligkeit. Machen wir. Sieht doch ganz gut aus. Super. Ob ich das auch irgendwann mal wieder streame? Wahrscheinlich. Ich gebe euch nur einen Tipp. Die haben die Stadt lebvoller gemacht, tatsächlich. Wenn ihr keine Probleme mit 60 Hertz habt und kein so krasser Gaming-Enthusiast seid wie ich, der mittlerweile richtig verwöhnter Dreckslappen geworden ist, also ich zumindest, ich spreche nur von mir, sage ich euch ganz ehrlich, versucht bei 60 FPS zu bleiben und gewöhnt euch nichts Besseres an. Klar, es ist geil, aber es frisst auch ultra viel Hardware und sehr viel Geld. Also ich habe zum Beispiel sehr viel, wenn ich jetzt auf 144 Hertz nicht gekommen wäre, ich hätte jetzt wahrscheinlich mit meiner 1060, die funktioniert ja noch einigermaßen, die habe ich dem guten Jan gegeben,
Ich will nichts sagen, aber die haben hier, ich fühle es langsam, die haben hier eine richtig schöne Stadt aufgebaut. Was das ist, weiß ich nicht. Okay. Das ist mir tatsächlich so ein bisschen zu dunkel. Ich mach mal den Gamma-Wert auf 1,3. So wie ich den vorher auch hatte, dann erkennt man auch was. Ich hoffe, ihr erkennt da auch was. Die Laufanimation hat sich geändert. Die ist ein bisschen smoother geworden und die hüpft mehr. So, wir müssen einkaufen. Eine Brechstange, eine Axt und eine billige Tischsäge. Warenkorb. Warum ist das dunkel? Ist das ein Bug? Das sieht so komisch aus. So, platziere die Tischsäge. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Ich werde die Aufnahme komplett laufen lassen. Und dann später mal gucken, hat Windows 11 den Movie Maker noch tatsächlich? Den habe ich für solche kleinen Projekte eigentlich immer sehr gerne benutzt, weil ich ja sonst nicht so viel mache. Besuchen wir mal den Laden. Also wenn jetzt hier jedes Haus in irgendeiner Weise bis zu einem gewissen Grad gefüllt wird mit Aufgaben, ich sehe es tatsächlich. Finde ich eigentlich geil, so eine kleine Stadt, wo es auch ein bisschen dreckiger sein kann. Zum Beispiel hier, wenn die jetzt sagen, hier, wir brauchen, keine Ahnung, dass hier einer steht, hier, Antikes, der braucht halt, ja, man kann ja Antiquitäten finden tatsächlich. Muss nur gucken, wo die sind. Ich weiß gar nicht, ob ich die Quest wirklich machen will, weil ohne zu spoilern, ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Die warten ja auf uns. Okay. Interessant. So, warte mal. Ich muss mir erstmal einen Plan suchen. Ich muss den Laden, ja, nach vorne, dann nach links und dann den Straßenverlauf folgen. Möglichst nicht als Geisterfahrer. Ja, wird interessant. Die haben hier echt einiges geändert. Oh, jetzt wird es aber dunkel. Und es regnet. Oh, der Regen zieht. Der Regen zieht. Heilige Scheiße. Der Regen zieht aber übel. Boah. Da war ich eben kurz bei 30 FPS. Bei 30 FPS. Was ist da los? Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine RTX 3060 so abgeht. Ja, ist natürlich, kannst du vergessen. Ich habe so das Gefühl, man hat immer so ein bisschen... Ja, ich muss halt pennen. So, warte mal. Wrench. Mache ich mal so ein Dingsbums hin. Bleiben natürlich hier auf dem Weg. Weil siehst ja nichts. Siehst ja echt nichts. Und das ist ein extrem krasses Licht. Ich meine, wir könnten versuchen, jetzt landeinwärts zu fahren, aber wenn ich es halt nicht mehr finde, haben wir ein Problem. Ja, ihr seht genauso viel wie ich. Ich meine, hat so ein bisschen Atmosphäre tatsächlich, ja. Hier ist unsere Einfahrt zur Ranch, glaube ich. Vielleicht hätte man sich das ein bisschen sparen sollen. Ich habe meine Verknüpfung übrigens mit dem Epic Game Store aufgehoben, weil ich das sau nervig finde. Weil immer, wenn der Epic Game Store irgendein Update rumgeheiert hat, gab es halt immer irgendwie Stress. Es wird der updaten und was weiß ich. Und habe ich dann halt auch keinen Bock mehr auf den Kram gehabt. So, schlafen ab 20 Uhr passt. So, 73 Grad, 74 Grad. Also die Grafikkarte wird ein bisschen wärmer. Ist aber noch im grünen Bereich. Ist noch im grünen Bereich. Die CPU-Temperatur, es schwankt auch.
58, 54, 70, what the fuck? Hardware-Info, was ist da los? Warte mal, ich will mal was gucken. Was macht denn... Was sagt denn Shadowplay? 73 Grad GPU-Temperatur, das ist soweit okay. Das ist ja das, was wir kennen. Okay. Ja, der Regen zieht es halt echt runter. Aber wie gesagt, wir spielen auf epischen Einstellungen, ne? Das ist natürlich over the top. So, dann wollen wir mal zum Laden. Die Tiere sollen auch neue Sprites haben. Da bin ich mir aber selbst noch nicht so ganz sicher. So, nehmen wir mal die Schallplatte mit. Ja, zum Kauf benutzt das Terminal. Wozu sitzt du dann hier? So, Eierkorb und zwei Hühner. So. Ja, nehmen wir mal ein dunkles und ein weißes. Das finde ich komisch. Also die Farbgebung hier im Spiel ist noch äußerst fragwürdig. Ah, wir haben also eine neue Animation. Also sieht schon ein bisschen anders aus. Kikeriki, Kikeriki. Sowas wie dich sehe ich nie. So, nehmen wir mal den Eierkorb. So, wir müssen jetzt zur Ranch fahren. Wir haben ordentlich was voll. Es werden unsere ersten zwei Hennen. Interessant wäre es natürlich zu sehen, wie gut komme ich mit der Ranch klar. Wie gut ist die Performance, wenn ich mal ordentlich Zeug habe. Tatsächlich, wenn wir jetzt mal wirklich so 20, 30, 40 Schweine haben. Da bin ich nämlich mal gespannt, weil da hatte ich nämlich mal wirklich das Problem. Ich habe es einfach mal so gemacht. Ich habe eine große Ranch gebaut und habe gesagt, ja, mit dem neuen Rechner, das geht dann schon. Das war im März oder so, müsste das gewesen sein. Da habe ich mir den Rechner geholt. Und das war ja nicht GPU-Problem, sondern Core-Problem, also CPU-Problem. Und damals hatte ich halt, als ich Ranch Simulator angefangen habe, auch mit Stream und allem drum und dran, hatte ich ja noch einen i7 der 4000er Generation. Das habe ich halt auf dem Dingsbums, habe ich jetzt... Habe ich es jetzt ein bisschen abgeändert. Ich will mal gucken, was das ist. Sind das die Felder? Geil. Okay, das haben sie gemacht. Weil vorher waren die Landwirtschaftsfelder hier und jetzt sind die Felder hier. Okay. Finde ich persönlich ganz cool. Nur ich finde, die könnte man ein bisschen größer machen. Ich meine, wir haben so viel Platz. Die hätte man ruhig verdoppeln können. Jedes Feld. Jedes Feld auf jeden Fall vergrößern. Also ich, aber ich bin ja auch eher einer, ich bin nicht so gut in Actionspielen, ich bin nicht so gut in Shootern, etc., etc. Für die Leute, die mir auf Twitch, auf twitch.tv/GrafWallner folgen, hab ich, ja, die sehen das einfach. Dementsprechend, ich bin einfach der Ranch-Typ, der Farming-Typ, das mache ich die ganze Zeit. Das mache ich sogar gerne. Von daher, ja, ist halt so. So, die Maus, das Mausrad könnte sich ein bisschen beschleunigen, finde ich. Finde einen Sack Getreide. So, müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir irgendwo gucken, dass wir einen Eimer finden. Stellen wir mal hier hin. Ich bin halt im Überlegen, hier irgendwas zu bauen, weil ich finde es halt schade, das kann man halt nicht manuell nochmal bauen. Kann man halt nicht manuell bauen. Das finde ich halt eigentlich ziemlich geil. Nur wirklich, ich habe mir
Ich habe normalerweise sehr viele Konsolenspiele. Und damit spiele ich auch am meisten. Das bedeutet, der einzige Grund, warum ich mir noch einen Rechner geholt habe, war halt wirklich wegen solchen Spielen, weil. Kleinen Stall nach einer Blaupause gebaut. Es wird ja sowieso nur so ein. So, dafür brauchen wir Holzplanken. Hab ich schon wahrscheinlich. Habe ich wahrscheinlich schon ein bisschen übertrieben. Also ich muss ja sagen, nur wegen solchen. Unter anderem auch wegen Ranch Simulator. Okay, die haben es also ein bisschen anders da gemacht. Das bedeutet. So, wir brauchen wie viel? 15 hatten sie gesagt, ne? Ich habe da schon so ein gewisses Layout, so wie ich es ganz gerne eigentlich machen. Das werde ich mir auch beibehalten. Ich finde es ein bisschen extrem viel Holz, was man braucht. Also die Bäume, ich habe entweder das Gefühl, dass die Bäume nachwachsen können, wenn man die Stämme stehen lässt. Okay, das klappt also. Ja, das wäre schlimm, wenn das nicht klappen würde, weil ich habe das Gefühl, wenn ich der über die linke Schulter gucke, dann kann ich da wesentlich. Okay, den kann ich fällen. Super, das sieht doch ganz gut aus. Boah, das müsstest du in der Ego-Perspektive zocken. Ich meine, theoretisch. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob man da schwindlig wird. Aber wenn man es genau betrachtet, wäre das die richtige Perspektive. So, das ist schon mal ganz gut, dass ich da nochmal nachgetankt habe, weil ich glaube, einen kleinen Stall bauen. Ja. Wäre, glaube ich, ein bisschen anders da geworden. Was ich sagen wollte, ist der Sack Reis. Das Getreide. Hätte ich vielleicht anders da machen sollen. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn man sich ein Getreidesilo holt. Ich finde es ja erstmal ganz gut, dass es da vorne gemacht ist. Also da muss man sagen, die Entwickler arbeiten wirklich krass an dem Spiel. Und das finde ich wesentlich besser als hinten dran. Hier ganz hinten am Ende der Ranch. So, Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2. Ich habe eine Holzplanke zu wenig. Ich meine, 15 ist eine schöne Zahl, ja, aber. Ich würde gerne mal wissen, ob man da auch Säcke rauskriegt. Okay, die haben es also geändert. Da muss man halt auch beim Holz machen so ein bisschen drauf achten. So. Man kann auch eine Ölraffinerie bauen, habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise habe ich gelesen. Da bin ich selbst noch ein bisschen gespannt, wie das klappt. Von daher. So, bauen wir den kleinen Stall mal. Wir brauchen sowieso massiv viel Holz. Erster Stall. Ich würde trotzdem gerne noch etwas bauen.
nicht unbedingt hier einen kleinen Wassertrog zumindest. Für die zwei Hühner. Machen wir hier so an der Seite. Ja. So, wie viel brauchen wir denn da? Das passt tatsächlich. 6 Stück. So, dann machen wir hier mal ein bisschen. Geht das wirklich nur bis hier? Okay. Da war ich zu schnell. Hat der Baum sich gesträubt, seinem Schicksal zu folgen. Na, ich hätte keinen Baum füllen müssen. Ich weiß nicht. Entweder bin ich bekloppt. Oder der zweite Monitor hat stark Probleme. Der dritte, weil ich habe so das Gefühl, der Philips. Ich habe mir einen von Acer geholt, einen von Philips. Und der Philips-Monitor ist irgendwie komisch. Aber ich kann mich auch täuschen. So, okay. Ich muss noch mal in den Laden fahren. Ja, komm, ist egal. Machen wir später. Die haben ja noch ein bisschen was zu essen. So, wir müssen hier das alte Haus abreißen. Wir können eigentlich jetzt mit dem ganzen Kram hier schon mal... Ich weiß nicht, ich würde das am liebsten gerne mal stehen, aber es sieht schon geil aus. Mal ein bisschen was Dekoratives zu haben. Das jetzt vielleicht nicht, aber... Das kann einfach mal bleiben. Also geht die bis hier in die Ranch? Ich fände es geil, wenn sie das weitergemacht hätten. Weil so ein alter rustikaler Zaun fühle ich mehr als zum Beispiel den neumodischen Zaun, den man bauen kann. So, die Hütte lasse ich auch. Ich räume nur auf. Das bleibt hier, das bleibt mir auf jeden Fall enthalten. Weil das ist einfach eine geile Sache. Und nicht abreißen. Hier bei diesen Häusern halt auch ungern. Wenn das da hinten schöner wäre, könnte man da auch was machen. Ich finde es schade, dass man die Windmühle nicht reparieren kann. Aber ich weiß halt auch nicht, wozu man die bräuchte. Das Haus hier abreißen, das verstehe ich. Achso, das war Müll. Okay, dachte schon. Grafikfehler, what the fuck? Ich bin vielleicht ein bisschen paranoid. Dann macht die Grafikkarte einmal nicht das, was sie soll. Und schon habe ich Flashbacks. Ja, wirklich. Also ich hatte schon mal. Die hat einmal Probleme gemacht. Meine alte Grafikkarte, das war die 980. GTX 900, nee, 680, Entschuldigung. Die war eigentlich eine relativ gute Karte, muss man sagen. Aber die hat halt Probleme gemacht. Und da fing es dann halt an. Und ja. Seitdem bin ich immer so ein bisschen paranoid. Obwohl ich ja sagen musste, meine erste nach der 980 habe ich mir die 750 Ti geholt. Die lief auch gar nicht schlecht tatsächlich. Die hatte dann bei dem alten Rechner irgendwann ständig Probleme gemacht. Dann habe ich die, glaube ich, umgetauscht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich wirklich umgetauscht habe oder nicht. Also ob die wirklich umgetauscht wurde, weil beim Händler, ne, die versuchen ja immer alles Mögliche.
So, natürlich auch Alternate, obwohl ich immer versuche, die zu verteidigen. Klappt halt auch nicht immer. Einfach wie wild umherklicken. Finde ich, das hätte man auch leichter lösen können. Darf es halt nur nicht übertreiben. Ich glaube, ich fange da wirklich einfach ganz entspannt von oben an. Nicht, dass ich mir irgendwas verbaue. Also ist natürlich realistischer, so wie wir es hier machen. Aber man muss halt auch sagen, ich fand es besser, als es sich einfach aufgelöst hat. Weil jetzt hast du überall die Splitter rumliegen und allem drum und dran. Ich verstehe es. Ich meine, es löst sich ja auf. Es ist einfach nur, gut, wann reißen wir mal was ab, ne? In der Regel gar nicht. Ist eigentlich schade, dass wir das müssen. Ich glaube, innen mit einem neuen Fußboden hätte man ordentlich was machen können. Den Rest fand ich jetzt auch nicht so hässlich. Zumindest so eine Abstellkammer oder sowas. Dadurch, dass man jetzt diese ganzen Schränke halt bauen kann, fühle ich es tatsächlich. Also ich muss sagen, grafisch fühle ich es natürlich. So, ich, wie gesagt, ich sage halt ganz ehrlich, wie es ist. Ich gucke nicht auf die Zeit. Und wenn das Video 2 Stunden geht, ist mir eigentlich scheißegal. Ich habe auch schon lange nicht mehr tatsächlich. Fühlt sich so ein bisschen nostalgisch an, um ehrlich zu sein, weil ich mal wieder mit Shadowplay aufnehme. Mache ich normalerweise nicht, weil mein Rechner mittlerweile gut genug sein sollte für OBS. Außer, die haben mir halt die Dingsbums kaputt gehauen. Ich weiß halt nicht, ob es an meinen geforderten Ansprüchen liegt, was natürlich auch sein kann, ne? Wenn man was hat, gewöhnt man sich dran und will trotzdem es irgendwann noch besser haben. Aber das frisst auch. Die einzige Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, ist, wenn ich mir eine neue Dingsbums hole, dass mein Dingsbums vielleicht, also mein Netzteil vielleicht Props macht. Ich habe ein 750 Watt Netzteil drin. Das sollte für eine 4070 ausreichen, glaube ich. Da müsste ich eigentlich mal rechnen, weil der i7, der 13700K, der kann sich bis zu 150 Watt ziehen. Kann, muss nicht. Mainboard habe ich den auch so eingestellt, wie vom Hersteller vorgegeben. Dann habe ich 5000 MHz RAM. Hat sich jetzt hier irgendwie so eine Stechmücke oder sowas eingenistet. Geht mir die ganze Zeit so ein bisschen auf den Sack. Schon zweimal versucht, meinen Arm zu krallen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich dann dort... Ja, da muss ich halt gucken, ne? Zudem muss ich auch meine anderen 2 PCs loswerden, die hier noch rumeiern. Um ehrlich zu sein. Ich habe hier noch einen Rechner, der müsste eigentlich mal zusammengebaut werden. Nur... In ATX-Gehäuse will ich ungern Mini-ATX oder Micro... Mini ist das. Mini-ATX. Mainboard reinstecken. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Mhm.
So, völlige Freiheit. Das bedeutet, wir haben hier alles gemacht, was wir können. Der ist jetzt auch super. Jetzt ist Ruhe im Karton. So. Ah, ich sehe hier schon die riesige Schweineherde. Es war theoretisch das Tutorial, aber kennt mich ja. Ach, das ist eine normale Fliege, okay. Kein Wunder, dass sie so nervig ist. Ein Moskito würde nie so nerven oder eine Stechmücke. Kein Wissen, wo die herkommt. So, ja, also, Jagdsaison ist offen. Ja, müssen wir mal gucken. Ja gut, die umgefallenen Zäune, die werde ich durchaus mal... Vielleicht sieht nicht, nicht anders aus, ne? Gut. Braucht es tatsächlich auch nicht. Man muss hier nicht alles ändern. Ich habe so das Gefühl, dass die Sprites der Tiere... Boah, dauert das. Das Drehen haben sie jetzt extrem verfeinert in allem. So, wir haben hier noch ein paar Quests tatsächlich offen. Gibt ja noch andere Farmer. Ich würde gern mal den Jäger besuchen. Da müssen wir beim Laden fahren. Ich will mal die Straße entlang fahren. Also ich glaube nicht, dass es das geht. Wir müssen sowieso Dingsbums. Das war noch die... Ah, noch die alte Map. So sah die besser aus. So, hier gibt es auch einige Quests. Ich würde gerne alle mitmachen. Bis auf die letzte. Muss ich mal gucken, wo das war. Vielleicht haben sie die Locations ja nicht geändert. Weil hier gibt es ja auch irgendwelche vergrabene Wikinger-Sachen. Wo ich mir denke, what the hell? So, ich muss zum Laden. Dort würde ich gerne ein, zwei Dosen holen tatsächlich. Damit wir mal die, das Fleisch besser transportieren können. Da müssen wir sowieso vorbei. Das hilft nichts. Ich hoffe nur, dass der Laden die verkauft. Tiere habe ich noch keine gesehen. Also Wildtiere. Bis auf... Also mit 10 km/h müsst ihr hier nicht lang fahren. Könnt ihr ruhig ein bisschen schneller machen. So, ich will nichts verkaufen. Ich will nur was einkaufen. Da ist der Jäger. Oh mein Gott, ich bin so froh, das aufgenommen zu haben. Wo kommt der Schatten her? Das sieht leicht gruselig aus. So, Laden ist schon richtig. Ja, also hier kann man auch aufs Maul fliegen. Beautiful. So, 51 FPS. Ne, das ist soweit alles okay. Ich spiele in der Unstable Benched Version. Leute, müsst ihr bei Steam dann umschalten, wenn ihr das schon spielen wollt. Ja, 45 FPS, 46. Wir haben bis 9 offen, ne? Also viel brauche ich ja tatsächlich nicht. Ich brauche ja nur hier so eine Kühlbox. Und machen wir mal 2 Sack Weizen und auch 2 Kugeln. Komm, 3 Packungen. Die Farbgebung, warum die sich dafür entschieden haben. Ist das jetzt so eine Monitoreinstellung?
oder nicht. Ich will mal gucken, ob der Bug immer noch funktioniert. Ja. Die Sprites oder die Form des Fleisches haben immer eine andere Form. Beziehungsweise immer so ein bisschen willkürlich. Wenn wir die aus der Box nehmen. So habe ich das früher mal gemacht. Bedeutet, ich habe jetzt hier 6 mal Wildbret rein. Und wie wir alle wissen, wollen wir diese flachen Scheiben haben, weil man die super stapeln kann. Und so habe ich halt alles immer in flache Dingsbums verwandelt. Das war ganz lustig. So, warte mal. Habe ich 2 Säcke gekauft? Ich wollte eigentlich 2 Säcke holen. So. Super, dann machen wir das am nächsten Tag. Dann sehe ich erstmal zu, dass die Hühner in ihren wohlverdienten Zwangskäfig kommen. Ja, der Tagrhythmus ist ein bisschen krass, aber das kann man doch auch einstellen. Das konnte man auf jeden Fall mal. Gameplay. Tägliche Stunden in Minuten. Machen wir 45. Komm, Nachtstunden 20, das ist okay. Sitzungspasswort brauchen wir nicht. Gewitter aktivieren. Spielernamen anzeigen. Eingabe, Audio, soweit okay. Ja, alles so gut es geht, ne? Ah, ich wollte mal gucken, was es hier gibt. Mach aber das große Licht an. Es ist aber kein Regen. Können wir hier rausfahren? Also rot sieht ganz gut aus, aber das Weiß ist echt ein bisschen extrem. Ist am Gamma-Wert? Nö, was ist, wenn ich den Gamma-Wert komplett runterschraube? Bringt gar nichts. Das ist nur mehr schwarz. Okay, dann machen wir den ganz normal bei 1,3. Ich glaube, bei 1,7 ist die Nacht hell genug, dass du nichts machen kannst. Dass du nicht schlafen musst oder so. Okay, hier ist die Straße zu Ende. Wir sind abgeschotten von der Außenwelt. Wie die die Schweine herkriegen, frage ich mich auch. Aber dafür sind wir ja da. Solange wir genug Getreide bekommen. Obwohl es eigentlich autark gehen müsste. Wir brauchen nur einen groß genug Indikator. Zum Beispiel Schweine oder Tiere generell. Ne? Wenn man es genau betrachtet, reicht ja eins. Gut, ne, ich habe jetzt auch keinen Bock auf Genpool von was weiß ich. hier, Bruder, Schwester, ihr müsst die Welt bevölkern, igittigit. Aber wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, also so spieltechnisch, ist es ja nicht schlimm. Das bedeutet, es müsste eigentlich ohne Probleme gehen. Und dann müsste man aus dem Korn, müsste man dann theoretisch, ne, Pflanzen alles machen. Geht ja auch vegetarisch, ja. Du kannst ja auch ein Gewächshaus bauen bis zum gewissen Obst. Bedeutet, du bräuchtest theoretisch nur einmal eine ordentliche Tracht Saatgut. So, wenn du diese ordentliche Tracht Saatgut hast, dann solltest du eigentlich gut damit klarkommen. Es hat mich wirklich Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass man die Scheiße hier oben aufbauen kann. Also, dass man den hier oben aufmachen kann. Also nicht Jahre, aber sagen wir es mal so, es war nicht einfach. Ich habe es einfach nicht gefunden.
habe dann nämlich angefangen, immer so kleine Zäune und so ein Kram zu bauen. Für die Hühner. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter da drin sind. Es wäre cool, wenn die jetzt auch so eine Art. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Wie viel Liter Wasser die Dinger verfügen. So, Hühnchen, das war's mit eurer Freiheit. Jetzt nur noch hier rein. Fressen und kacken. Mehr müsst ihr nicht mehr machen. Mehr dürft ihr nicht machen. Nein, ist natürlich nur zum Übergang. Ich habe ganz gerne eine größere Hühnerfarm. So, hier ist ein Ei. Wie, nur ein Ei. Jetzt werde ich aber episch. Ah, 40. Okay, 40 Eier ist eigentlich ganz cool, obwohl ich tatsächlich sagen musste, der Korb mit den unendlich Eiern, der hatte schon Stil. So. Boah, ich habe einfach mal diese Woche 60 € weniger ausgegeben, weil ich nicht so viel Süßgetränke gesoffen habe. Anna! Falls du das jemals sehen solltest, meine BF, das Geburtstagsgeschenk, du hast mir ja zum Geburtstag diesen Sandwich Maker geholt, der hat mir jetzt schon das Geld, was er gekostet hat, theoretisch, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, der wird so zwischen 30 und 40 € kosten. Wir hatten ja ein Budget vereinbart von knapp 100 € Geburtstagsgeschenk. Der hat das Geld schon wieder drin. Ich habe mit Toast und allem drum und dran habe ich so wenig. Habe ich gar nicht so viel Fastfood gegessen, wie ich genau sonst mache. Da habe ich mir Sandwiches gemacht. Aber der Soda-Stream, den du mir geschenkt hast, mit den ganzen Sirup-Dingern, die ich jetzt habe, hat mir bis jetzt wesentlich. Also, ich sag's mal so: Das, was ich gespart habe, habe ich bestimmt schon wieder draußen. So, die Hühner sind versorgt. Das gefällt mir ganz gut. Gatter mache ich mal. Ja, komm, können wir eigentlich auflassen, weil. Nein, hier das Gatter. Weil es ist ja eigentlich scheißegal. Es gibt ja keine Raubtiere oder so. Die Hühner sind da sicher. Dann packen wir das nochmal aus. Wildfleisch will ich noch nicht großartig verkaufen oder so, weil es kann sein, dass wir das beim Jäger abgeben müssen. Das will ich erstmal mit dem Jäger sprechen. Die anderen Quests sind halt eher so Kleinigkeiten. Aber das werden wir uns auch noch mal angucken. Solange, bis wir alles gesehen haben, würde ich das Video gerade machen. Und wird dann einfach so zwischendurch immer mal so ein Let's Show vielleicht machen, ne? Oder wir machen Let's Play draus. Wäre auch ganz interessant, wenn ihr das wollt. Ich mache die Dinger ja für euch. Da müsst ihr dann einfach nur die Kommentare und die Likes spammen. Und wenn ihr nicht abonniert habt, dann macht's einfach und sagt, ja, ich will dann Let's Play zusehen, wie du die Ranch aufbaust, wie du Arbeit damit hast, etc. etc. Ja, die Gradzahl geht noch, ne? Also sie sind stabil. Da mache ich mir jetzt auch keine Vorwürfe. Ist das der Weg zum Jäger? Kannst du sagen, was du willst, aber da fährt doch kein Jäger entlang. Entschuldigung. Ja, wir sind hier der Einzige, der ordentlich was arbeitet und was zum Interesse beiträgt. Sieht schon geil aus, aber komm schon. Ist ja kleiner zu kämpfen. Wir müssen auch nochmal an die Tankstelle fahren. Hätte uns vielleicht ein Quad gekauft.
Alter, mit 10 km/h, da bin ich ja schnell hochgerannt. Das ist never der normale Weg zum Jäger. Bin doch Vollidiot falsch abgebogen. Obwohl, der Weg ist kreativ. Doch, das ist der normale Weg zum Jäger. Tatsache. Ja, er lebt autark. Kein Strom, nix. Hat aber ein Aggregat. Also brauchst halt Gasolin, ne? Diesel. Flinke Kaninchen. Meine Kaninchen sind hier. Kannst du sie einfangen, zu mir zurückbringen? Klar. Frage sind nur, wo sind diese Lümmel? Wo sind seine Kaninchen? Was machen die denn da hinten? Was zum Geier? Okay, das war lustig. Das ist lustig. Oh, fuck. Ist es nur eins? Ist nur eins, ist es nicht das Problem. Alter, wie hat die das denn am Schlawittchen? Wenn die es wenigstens am Genick gepackt hätte, wie... Wie es Katzen ja auch so tun. Weißt du, oben am Genick ist ja so eine Hautfalte. Das machen ja Tiere auch. Das bedeutet, für die Leute, die hier sagen, oh, das sieht aber grausam aus. Nein. Katzen tragen ihren Nachwuchs ja auch so. Hunde genauso. Das ist überall der Fall. Da werden die halt nur mal so getragen. Tiere können es ja auch nicht anders. Und da werden die aber auch von Natur aus ruhig. Obwohl ich da bei Hasen gar nicht so sicher bin, ob man die auch so trägt. Also bei Katzenhunde verstehe ich das. Da sind aber auch die Tiere groß genug, also die Eltern, damit sie diese Viecher nach Dingsbums so tragen können. Bei Kaninchen oder Hasen ist es wirklich schwierig. Aber von dem, was ich über Säuger weiß, ist es oft so. Nur der Mensch hat da zwei Hände, die er einzeln benutzen kann. Oder halt Affen. So, das war doch schon mal gut. Was haben wir hier? Raubtiere erlegen. Was müssen wir machen? 5 Raubtiere gekillt. Sprich mit dem Ranger. Raubtiere. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Raubtiere waren, glaube ich, hier bei der Farm ziemlich häufig. Da, was ist denn da? Da will ich mal lang. Und ja, ja, einfach ja. Geronimo! Gut. Okay, das war cool. Das habe ich gefühlt. Ich konnte nicht anders. Tut mir leid. So, sprich mit dem Ranger. Ja, das ist aber ein Jäger und kein Ranger. Aber na gut, ist egal. Warte mal. Also die neue Fahr-Engine ist ein bisschen... Zum Glück gibt es hier kein Fahrzeug-Damage. Hallo, ich fahre noch...
vorne, aber okay. Also die Knöpfe, die ich drücke, sind gerade ganz wild. Da war so eine komische Treppe. Ich würde gerne wissen, was das ist. Warum mich die Treppe da so nach oben führt. Vielleicht werden wir das später nochmal gebrauchen, wenn wir es jetzt sowieso herausfinden. Oder wenn wir jetzt hier oben sind. Das sieht nämlich aus... Ah, war das vielleicht der alte Spot vom Jäger? Ein umgekrackter Baum. Hat was, tatsächlich. Weiß nicht, ob ich da beim Auto langfahren sollte. Was ist hier? Bin ja schon fast abgeneigt, den Wagen hier einfach stehen zu lassen. Ich glaube, da bin ich schneller. Aussichtsplattform. Ich weiß nicht, was sie sich hierbei gedacht haben, aber es hat was. Ja, klar. Ich meine, wenn es ein bisschen höher wäre, okay, aber ja, ich verstehe. So Jäger-Aussichtsplattform oder so. Soll das wahrscheinlich sein. Und ihr wisst, was ich mache. Ich fahre zum Pfeil und natürlich... Ich habe da irgendwie so voll Bock drauf gerade. Ich weiß nicht mal, warum. So, ist interessant, dass das... Vorsicht, die wilde Hilde ist wieder unterwegs. Juhu! Also die Kollision ist maximal überfordert. Sind ja nur 300 Meter. Ich glaube, das ist extra so, dass man halt versucht, nicht freiwillig vom Weg abzukommen. Ah, die haben hier einen Geländer dran gemacht, ja. Oh, hier geht's aber ab. Hier geht die wilde Hilde ab. Kommt schon, die wilde Hilde! Okay, eine Radiostation? Irgendwas abreißen? Nee, will ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen, aber... Ist cool. Oh, ich will auch solche Gatter bauen. America, fuck yeah. Ah, ist nicht ganz... Warum ist das so hässlich? Ist aber nicht scharf, ist aber nicht HD. Das ja, aber das nicht. Komm, come in, wir haben geöffnet. Oh, sind das die Kinder von einem Entwickler? Oh, das wäre cool, wenn das ein echt... wenn das, keine Ahnung, wenn das einer der Entwickler wäre mit seiner Freundin oder so, wenn das so echte Bilder wären. Vielleicht haben wir die Steak gefunden. Wer weiß? Nicht ich, ja. Okay. Ein Häschen. Ja, verschiedene Essenssachen. Schlafsack. Ja, Bullet Eye, ist klar. Kleine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine ist wichtig. Hier ist ja auch das Stromaggregat. Muss ganz ehrlich sagen, der lebt nicht schlecht, ne? Eine Axt zum Feuer machen, Bleichmittel oder so. Also hier kann man schon ein paar Tage, sogar einen Fernseher hat er. Alter Fernseher, auch nicht so viel Strom braucht. Sogar ein Laptop. Telefon.
Also, hier kann man durchaus mal, wenn man mal von den Menschen weg will. Kann man das durchaus mal machen? Oh, diese. Es sind immer diese jungen kleinen Fliegen, die haben so auf Abfacken, weißt du? So eine klitzekleine Fliege. Wo kommt der denn her? Auch noch ein Bär! Wo kam denn jetzt der Bär her? Egal. Egal. So. Ich laufe normalerweise vor Autos weg. Finde ich super, dass wir das gefunden haben. Hier ist noch was. Oder da. Machen wir es dahin. Was auch schon mit. Ah ja, wir sind hier. Hier gibt es ja die Bären. Man kann nicht ins Wasser fahren. Man kann nicht mehr ins Wasser fahren. So, hier ist noch ein anderer Ranger. Den kennen wir ja aus dem alten Dingsbums. Okay. Vorsicht beim Aussteigen aus dem Auto. Aber kein Raubtier, ne? Was ist hier? Ja, müssen wir mal gucken. Nehme ich mal das eine Fleischstück mit. Da muss ich jetzt halt los. Da wurden, waren wir sind so lange aus der Welt gefallen, dass wir wieder auf der ha Farm gerespawnt sind. Ist natürlich jetzt doof wegen unserem Auto. Es wäre cool, wenn das irgendwo auf der Map markiert wäre. Mal ganz kurz Fenster aufmachen. Es wird langsam warm hier. Zumindest mir gibt ist es, aber ich mach's mal ganz auf. Ist ja schon ganz schön dunkel. Gut, es ist Ende September. Da muss das noch nicht großartig spät sein. Ja, 9 Uhr. Sonntagabend, 9 Uhr kann man mal machen. So, ja. Gut. Man fällt aus der Welt. Aber dass die HD, dass die Texturen dann anfangen, nicht so richtig nachzurendern, dass es dann ein bisschen matschig wird. Okay, es ist, wie gesagt, es ist far, far away von einer fertigen Alpha-Version. Es ist halt immer noch Early Access. So. Ja, guck mal, da kommt noch schon eine kühle Brise rein. Dann geht es mir als Kommentator auch ganz gut. Das ist auch. Darf ich ja auch ein bisschen. Darf ich ja hoffentlich auch. Dementsprechend. Zum Glück habe ich es mir einigermaßen markiert. Das war direkt davor, ne? Ich hoffe, mein Auto ist nicht mit rausgefallen. Das wäre eine sehr haarige Situation. Das würde ich als grob fahrlässig empfinden, wenn ich hier mein Auto verloren hätte.
Ich meine, später ist das alles kein Problem, ne? Wenn mal... Wenn man mal den ganzen Kram ein wenig... Wenn man ein bisschen Kohle in der Tasche hat. Man kann sich, glaube ich, sogar ein Darlehen ausleihen, wo man dann jeden Tag automatisch Geld abgezogen bekommt. Bis das Darlehen abgeraten ist. Das ist an sich auch ganz cool, aber man kann dadurch auch ins Minus geraten. Ich versuche sowas immer zu vermeiden, auch in Spielen, weil ich es einfach Quatsch finde. So, was haben wir denn noch hier? Also wir haben auf jeden Fall ein paar Aufgaben. Abriss. So. So, dann reißen wir dem Opa mal den ganzen Shit hier ab. Finde ich eigentlich schade, dass man das abreißen muss. Ich fand die Scheune so als Dekorationsmaterial eigentlich schon schick. Weil es ja sowieso schon relativ wenig davon hat. Ich meine, man muss es nicht. Es ist halt eine Quest, ne? Finde ich aber gehört zu einem Let's Show dazu. Spiel im Heu, yay. So, gab Money. Im Bau. Neue Scheune zu bauen. Ein paar Planken bringen. Ja, können wir mal machen. Ah, ich kann nur eine Quest annehmen. Das ist schade, weil ich finde, später muss man dem ja auch so ein Dingsbums bringen. Anhänger. Und das hätte man super kombinieren können. Aber auf der anderen Seite, ich könnte ihn natürlich vorher schon kaufen. Ich weiß noch nicht, wie teuer der ist. Wenn der nämlich nicht so teuer ist, dann könnten wir den jetzt schon holen. Wir haben ja genug Kohle. Und könnten eben im gleichen Zug mit den Brettern die Dinger bringen. Aber wir müssen ja auch noch die Raubtiere killen. Jetzt muss ich halt nur gucken, wo es die jetzt gibt. Ob die jetzt immer noch hier so ein bisschen dran sind. Fuck, 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 fuck. Im Kreis laufen, da ist er nicht so gut drin. Alter, das war knapp. Puh, ich hätte nicht gedacht, dass mir da die Munition ausgeht. Aber passiert allen. Ja, ich bin halt nicht so gut im Schießen. Das ist halt so. Ich werde nicht mehr jünger. So, das ist schon mal ganz gut. Da haben wir doch schon mal zwei Raubtiere. Trotzdem würde ich gerne hier bleiben, aber ich habe nicht genug Kugeln. Ich habe jetzt noch 12 Kugeln, damit könnte ich 3 Bären noch killen. Das würde tatsächlich gehen. Naja, gucken wir mal, was uns über den Weg läuft. Das hat ja keine Eile. Wir haben ja noch zu tun. Ist ja nicht so, als müssten wir die Quest jetzt machen. Obwohl, das Jagdgewehr wäre schon geil. So, dann müssen wir nach rechts. Blinker, 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 Blinker. Du, 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 du. So, jetzt scharf nach links. Wäre wahrscheinlich eher im Kreisverkehr gewollt. Zählt natürlich leider nicht, ne? Wir müssen Raubtiere killen.
Aber für den Anfang brauchen wir den Shit halt. So leid es mir auch tut. Anders, da können wir kein Geld machen. Ich habe da jetzt auch keine Lust, 200 Millionen Jahre zu warten, bis die Eier soweit sind. So. Fleischmanagement kümmere ich mich, wenn ich zu Hause bin. Während wir die Holzplanken machen. Der will 64 Stück haben. Das ist ein bisschen extrem. Ist ein bisschen viel. So. So, gehen wir wieder nach Hause. Da geht es wieder ein bisschen runter mit den FPS. Oh, es geht tatsächlich. Ich will mich da jetzt nicht beschweren. Ich hoffe, das sieht man. Fleischmanagement. Mist. Da war's. So. Es war bestimmt der Wunsch von einigen Leuten, das ein bisschen feiner zu machen. Ich meine, wir könnten die Dinge auch im Baumarkt holen. Halt aufpassen, ne? Mir passiert es halt öfters, dass ich den richtigen Fleisch-Sprite rauskrieg. Aber dann vergesse. Oh. Die haben das erhöht. Ja, dann brauchen wir das ja gar nicht. Passt 24 mal Wildfleisch rein. Okay, das ist cool. Das ist cool, dass das... Finde ich cool. Doch, gefällt mir. Ich würde hier den Wald tatsächlich ganz gerne abholzen. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich da vielleicht dann wirklich die Landwirtschaft aufbaue. Aber das würde ich dann beim nächsten Mal machen vielleicht. Also wie gesagt, wird ein längeres Let's Show. Ich will nicht alles vorwegnehmen. Ich suche noch nach den Raubtieren. Ich zock dann noch so ein bisschen nebenher. Und Quests machen wir weiter. Ein andermal. Bis dann. Tschüss.